Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Und damit herzlich willkommen zur guten Kampagne von Schlacht um Mittelerde 1. Heute mit mir, dem Jonathan. Ihr könnt mich auch Johnny oder Joni nennen. Hauptsache, ihr schreibt's richtig. So, wir spielen Schlacht um Mittelerde 1, aber nicht einfach so. Wir spielen die ganz fancy Nonplus Ultra Edition. Wir spielen den neuen Patch, den Patch 2.22, der letzte Woche rauskam. Und wir spielen die HD Edition. Also alles, was ihr seht, ist echt fancy. Zum Glück seht ihr mich nicht. Und ich würde sagen, nicht lang reden, wir gehen einfach rein und starten die Kampagne. Es ist noch ein bisschen. Die Minen Morias, einst eine blühende Zwergenstadt, heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Ja, die Minen Morias. Treten wir ein, nachdem wir draußen fast gestorben sind von diesem Seeungeheuer. Suchen wir hier Schutz und gehen durch den Berg. Wir sehen schon, was uns erwartet. Große Hallen, große Zwergenstädte. Oder eine große Stadt, ja. Und Trolle. Gut, gut, gut. Kennt man auch. Kennt man auch aus dem Film. Man sieht auch überall Orks, also wir sind nicht allein. Uff. Gucke. Kasadum. Und da wären wir. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Das ist eine Mine. Das ist ein Grab. Es bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. So. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias. Ja. Zu Beginn werde ich erstmal alle Hobbits auf den Fernkampf stellen. Und während ich das mache, oder zu Beginn hier. Warum denn überhaupt Schlacht um Mittelerde 1? Wir hätten niemals herkommen dürfen. Ganz einfach. Oft gehört, es soll hier die beste Kampagne der Schlacht um Mittelerde-Teile sein. Und ich habe sie einfach noch nie gespielt. Ich bin direkt in Schlacht um Mittelerde 2 rein. Hab den ersten Teil nie gespielt. Ja, ja, Schande über mein Haupt. Und jetzt, wo der neue Patch rauskam, 2.22, dachte ich mir, es wird echt mal Zeit, ihn zu spielen. Jetzt hier mit Edition, ey, HD Edition. Hält uns ja nichts mehr auf. Oh, hier sind Orks. Oh, ja. Wir aktivieren das mal. Ballert er die weg. Hinten der Fernkampf. Wir sollten gut durchkommen. Wir spielen natürlich auf schwer. Ich meine, wenn ich schon zum ersten Mal spiele, dann auch auf schwer. Hier mit der Voraussetzung, ach, schwer zu schaffen. Und alle, einfach alles, was geht, mitnehmen. Was ist denn mit denen? Und gehen weiter. Ja, was bringt der Patch 2.22? Ich rede die ganze Zeit darüber, ich habe keine Ahnung, was er macht. Wir gehen das mal kurz. Das ist ein bisschen schwierig, zu koordinieren und zu sprechen, aber geht klar. Gandalf carried durch. Ja, der 2.22, so. Kam letzte Woche raus. Also ich nehme es hier auch alles ziemlich zeitnah auf. Ist nice, also wenn irgendwas ist, meldet euch, wenn ich irgendwas ändern soll. Und ich kann es gut anpassen. Deswegen.
Ich erledige sie von hier. Ah, okay. Das ist ein Spell, den man aktivieren muss. Was ist das? Eine glückliche Fügung für unsere Gemeinschaft. Sammeln hier nochmal das Level-Up ein für den Helden. Probieren auch alle auf 2 zu kriegen, das ist auch eine Herausforderung in dem Game, in dem Level. Das weiß ich zumindest. Das Level habe ich schon mal gespielt, aber danach nichts mehr. Deswegen weiß ich, dass wir die auf 2 bringen wollen. Und ja, 2.22 kam letzte Woche raus. Soweit ich weiß, von Beyond Standards rausgebracht, mitentwickelt, mitdesignt. Auch ein cooler Typ. Auch ein YouTuber. Oh, ja. Da aktivierst du halt selbst. So. Und der Patch verbessert die Kampagne. Der verbessert den Zoom in der Kampagne. Und macht nebenbei noch, also macht dazu noch Balancing im Singleplayer und Multiplayer. Einfach kleine Änderungen, die das ganze Game schön angenehmer machen zu spielen. Kann die Kamera nicht drehen, ist ein bisschen blöd, weil die Säule hier voll im Weg steht. Aragorn, gönn dir den Punkt. Gönn dir die 2 Orks und gönn dir das Level. Zack. Bei ihm bringt es eigentlich am wenigsten, weil er braucht Level 4. Wir können Level 4 nicht erreichen in dem Level, das ist bitter. Ansonsten. Sein Level 2 haben wir. Hier kriegen wir Knife Fighter. Der bisschen was mit seinen Messern. Und wir nähern uns jetzt Balins Grab. Zu eine kleine Schweigesekunde. Hinter diesen Türen lauert das Böse. Der Arme. Hier ruht Balin. Fundins, Herr von Moria. Er ist also tot. Wir dürfen hier nicht verweilen, wir müssen weiter. Ja. Orks. Orks. Sie kommen. Ja, Film. So. Vernichtet sie! Für Balin! Okay. Hätte sie gar nicht, wegballern müssen. Macht er schon selbst, der Zwerg. So. Ihr greift natürlich auch an, sonst wird's knapp. Ach, Fähigkeitspunkte. Nehmt es ein. Sicher ist sicher. Ja, mit den großen Trollen ist es schon. Oh shit, das ist nicht so nice. Ist das ein Troll? Das ist ein Ende. Und Abschnitzeln, nice. Vorsicht, besser so. Aragorn ist ziemlich low. Aragorn ist ziemlich low. Halt hier. Chill mal kurz. Sterben darf. Keiner. God damn. Wie viele Armeen müssen wir denn noch besiegen? Fürchtet die Klinge Elendils! Elendil! Atemzug. Ah. Elende Bestie. Ja, statt im Mittelalter 1. Spells sind anders. Okay, nice. Nice. Alle haben überlebt. Zur Brücke von Khazad-dûm. Das ist gut. Wir nehmen direkt hier die zweite Fähigkeit mit. Und ich würde gerne heilen. Ja, wir haben den AOE-Damage von Gandalf, der sollte uns bis aufs Erste durchbringen. Das ist ja schon nach. Es sind auch viele. Er sagt, dass das Spaß macht. Ja, so, nice. So, Hobbits kämpft mit. Hobbits, nicht zu unterschätzende Kämpfer.
Ach, nice, wir haben alle auf 2. Die ist gut. Mein Gimli ist noch hier, den haben wir verpasst. Vergessen. Nicht so nice. Heilen kurz. Sepp. Und weiter. Gut. Gut, 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 gut. Gimli, hol dir das Level 3. Du brauchst es am meisten. Haben wir den Leap-Attack. Ich weiß nicht, ob das der Golfer ist, wo also. Ich habe bei Schatten der Lehre 2 den Kloin, wie der von unten so ein Hole-in-One schlägt. Aber ich glaube, das ist nicht derselbe Move. So. An der Stelle zu sagen, das viel. Ich hatte mit Lehre 1, Patch 222 gesehen, HD-Edition. Wenn ihr selbst drauf Lust habt, es ist ganz einfach zu installieren. Erst 2.22 installieren, danach einmal zurückpatchen auf 1.06, dann die HD-Edition installieren und den Patch wieder auf 2.22 wechseln. Danach seht ihr schon im Hauptmenü direkt, es geht der Fall ab. Start von Osgiliath. Und ihr seht auch die HD-Edition, also die HD-Texturen im Game. Das einzige Nachteil ist, dass die Schrift noch auf Englisch ist. Sieht man da. Das liegt einfach an dem Aufbau von den Stadt- und Mittelerde 1 Mods. Da kann man nicht irgendwie so Language Packs machen wie bei Stadt- und Mittelerde 2 oder auf dem Hexenkönigs. Das möchte ich die Tage noch anpassen. Na, das ist ein kleiner, bisschen mehr Aufwand, aber geht, geht, geht. Und jetzt gehen wir auf die Brücke von Khazad Dûm. Oh. Ich glaube, da ist noch was Größeres im Busch. Ja. Ganz interessant, warum es diese Brücke überhaupt gibt. Und die snipen wir. Oh, yes. Die Brücke dient tatsächlich als Verteidigung. Zwar gegen große Armeen und so ist einfach super effizient. Können einfach nicht mit so vielen Menschen auf einmal da durchgehen, weil einfach nicht so viel Platz ist. Oh, shit. Führ du sie weiter, Aron. Schwerter nützen hier nichts mehr. Shit. Treibt sie zurück in den Schatten. Ja, den müssen wir ein bisschen kalten. Durins Fluch. Ist aber relativ gut zu kalten, würde ich mal sagen. Attacke! Du kannst nicht vorbei! Ja. Use Gandalf Special Power. Oh. Oh, da wollte er uns. Da wollte er uns nehmen. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebieter über die Flamme von Arnor. Sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe Gandalf sterben lassen. Ich dachte, der muss wie im Film sterben. Mit der Folge, ich habe einfach das, die Runde verloren. Muss ich mal spielen. Da habe ich mir gedacht, ne, das muss ich teilen. Meine Inkompetenz muss ich teilen. Zurück in die Dunkelheit. Zip. Und noch einmal den Stab. Oh. Okay, 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 okay. Wir heilen ihn einfach mal kurz. Statt mit der 1, wo die Tasten vertauscht sind. Oh. Wichtig, Gandalf wirklich casten lassen, damit das auch richtig. Oh, er hat überlebt. Wenn das im Film so gewesen wäre, nice. Nice. Ja, haben wir gewonnen. Ganz easy.
Haben wir auch alle Punkte mitgenommen? Haben wir. Ja, nice. Das ist, glaube ich, mein neuer Highscore. Freut mich. Ja. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, wie ich das Ganze gestalten soll. Wird es einfach ein komplettes Walkthrough mit jedem Level alles uncutten? Oder mache ich ein bisschen auf Kamera, weil ich glaube, oder mir wurde gesagt, es gibt Missionen, wo man sich wirklich nur vorbereitet auf Schlachten. Und ich weiß nicht, wie spannend das Ganze dann für den Zuschauer wäre, für euch. Oder ob ich es dann wirklich cutte und dann sage, ja, wie gesagt, ein bisschen auf Kamera diese Vorbereitungen rausschneide. Oder auch wenn ich hier komplett rein lose, das Ganze rausschneide, das ist natürlich gut für mich. Und ja, das überlege ich auch. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht, wie es euch am besten gefällt. Und auch wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten sollte oder so. Ich nehme das Ganze immer relativ zeitnah auf. Also sprich heute, weiß nicht, welchen Tag wir heute haben, den 23. Und es kommt auch heute Abend dann raus. Also, Big Brain Move von mir. Ich kann auf Kommentare ganz gut reagieren. Kann die einblenden, wenn ihr irgendwas habt. Schreibt es in die Kommentare. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Zur Übersicht. Ja. Schade. Unsere Helden können wir nicht umbenennen. Ach krass. Ich hätte gedacht, dass Gandalf mehr besiegt hätte. Okay. Haben den Schicksalsberg überlebt. Moria. Während sich der Schatten Saurons über das Land senkt, müssen Eomer und seine Reiter die Dörfer Rohans verteidigen. Ihr reitet die Dörfer Rohans verteidigen. Ich würde sagen, die Mission. Ah, dammit. Machen wir noch. Ich weiß ja nicht welche. Plus 10 Ressourcen, plus 20 Kommandeurspunkte oder plus 1 Power. Gut. Wir nehmen einfach mal die Westfold. Kann ja fallen. Nee. Wir fangen links an. Gehen dann Reihe nach durch. Ich denke, mit Rohstoff kann man nichts falsch machen. Die Westfold ist für die Menschen von großer strategischer Bedeutung. Ja. Sie darf unter keinen Umständen fallen. Sie darf nicht fallen. Hier Clip einsenden, wo Obergondor als die Westfold fiel. Destroy all Lumber Mills. Machen wir das mal. Davor marschieren wir erstmal los. Ja, erstmal Lumber Mills suchen. Ganzen Sägewerke. Oh, die überrennen wir. He dead. Ja, ich glaube wirklich, Fähigkeitspunkte hätten nicht viel gebracht, weil wir die ja selbst kriegen. Der Feind kommt. Oh shit. Ha! Mein Fehler. Die überrennen wir und dann ist auch gut. Ja. Truppen schmuppen. Eine Änderung, wir können jetzt die Truppen wieder hier reinschicken und verkaufen. Machen wir aber nicht, weil wir sie brauchen. Nice. Eomer auf Level 2, sodass wir Rohstoffe pro Kill kriegen. Ist wirklich... Ach, da sieht doch aus. Nee, okay. Da ist ein Sägewerk. Wir jagen sie. Och, die Armen.
Aber die wollen einfach nur arbeiten. Wahrscheinlich Mittagsbrot gerade gegessen. Und dann kommt die Kavallerie und überrennt die. Und gönnen wir dafür einfach 5 Gold pro Kill. Ah, okay, okay. Das muss ich dann später besiegen. Gut, gut. Kurz zurück. All Peasants. Okay. Okay. Können wir uns überlegen. Wir machen nochmal ein bisschen mehr an. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht. So. Eomer auf 2, ja. Dann nehmen wir mal das mit den Bauern, dass wir die bewaffnen können. Und bilden jetzt noch ein paar Bauern aus. Bogenschützen haben wir auch. Die schicken wir auch direkt nach da. Die schicken wir nach da. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Bauern greifen soll. Oder das Ganze so herauszögern soll, dass ich noch Dings baue. Belagerungswerke, aber kann ich gar nicht. Also baue ich hier nur so ein Gehöft und greife dann auch gleich an. Wie gesagt, ich bin ja auf schwer. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich glaube, was Schweres. So. Hier. Gehen an. Gehen das Ganze an. Ich glaube, das war auch das einzige Sägewerk. Vielleicht ist hinter dem Feind noch eins. Oh! Was machen die denn da? Neues gebaut. I don't like this. Das ist halt hart unfair. Also. Landsleute, bleibt zusammen! Haltet eure Stellungen! Die Bogen hier. Gut. Wir reiten. Yes, sir. Wir greifen ein bisschen an. Beeilen wir uns. Verteidigt dieses Land. Jagt sie aus diesem Land. Haltet sie von uns fern. Immer weiter. Ah, es ist ja stimmt, das ist Isengard. Haben nicht so Verteidigung wie Gondor und so. Das hier können wir einfach gut durchschnitzeln. Wir sind ein starkes Volk. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt leider nicht so gute Erfahrungen mit Rohan gemacht. Die bei der Mod Shadow and Flame gespielt, hart auf den Sack bekommen. Deswegen war ich da nicht so. Nicht so positiv gesinnt. Sie greifen an. Wir gehen erst hier auf. Weiter. Auf die Ausgangsgebäude, dann auf die Zitadelle. Oh, da ist der Feind. Ist auch, glaube ich, hier zu Beginn alles noch liegen. Muss man sagen. Was sollen wir tun? Ja, wir brechen schnell einfach durch. Und sagen, zack. Ja. Come on. Jawohl. Warte, war das gerade Schlacht im Mittelalter oder war das Game of Thrones? Da ist König. Haltet die Augen offen. Ah, komm. Siegen nicht, also überrennen sie gerade schnell. Und fertig. Die Rohstoffe behalten wir. Die wir scheinbar einfach alles behalten. Und Feind besiegt. Haben gewonnen. Die Kamera dreht sich jetzt. Die Helden Mittelerdes haben gesiegt. Weiß nicht, machen wir jetzt noch die anderen zwei Missionen?
gucken uns mal die. Ich hätte 6 Farmen bauen sollen. Damn it. Ja, ich hätte noch Farmen bauen können. Ja. Aber. Sind wir ehrlich. Das ist komplett. Fern. Also. Ist okay. Die könnten wir jetzt umbenennen. Aber ich mach's doch nicht hier. Ihr könnt gerne Namen bestimmen. Wir haben hier die Jorohirim-Bataillone und die Peasants. Bauern. Aber ja, immerhin. Ein Feind. Erledigt. Wir gehen nochmal weiter auf die große Map. Gucken, was als nächstes kommt. Als... Das Elbenreich Lothlorien. Oh no. Zeit ein Ort des Friedens und der Schönheit. Ah, Lothlorien, okay, okay. Dunklen Horden bedroht. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge verteidigen wir Lothlorien und werden wahrscheinlich hier den Fluss nach runter schwimmen und irgendwo hier Boromir verlieren. Ich weiß es nicht. Gandalf konnten wir auch behalten. Und jetzt würde ich sagen, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch was wünscht, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es umsetzen. Ich werde mein Bestes geben. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ansonsten wünsche ich euch auch viel Spaß bei Stadt der Mittelerde. Und viel Spaß auf unserem Kanal.